Herzlich willkommen zu den X-Tipp Spieltagstipps. Heute mit Justin Same von der Viktoria Kelzerbach. Und wir tippen heute den ersten Spieltag der Verbandsliga Mitte. Fangen wir an mit dem ersten Spiel am Freitag, den 4.8. TuS Dietkirchen gegen FC Waldbrunn. Dietkirchen immer schwer da zu spielen auf dem Kunstrasen. Ich denke, die werden das erste Spiel gewinnen mit 2-0. Dann machen wir weiter mit der SG Kinzenbach gegen den FSV Fernwald. Fernwald ja auch neu in der Liga jetzt. Fernwald neu in der Liga, genau. Ich denke mal, recht ambitionierter Verein. Und die gewinnen ihr erstes Spiel 2-1 auswärts. Dann wahrscheinlich machen wir weiter mit dem wahrscheinlichen Liga-Favoriten, dem SV Zeilsheim. Die spielen gegen den VfB Marburg. Wie geht das aus? Ja, Marburg auch neu in der Liga. Zeilsheim, ich denke, wissen wir alle, wo die hinwollen. Sind ja letztes Mal knapp gescheitert und werden ihr erstes Spiel 3-1 gewinnen zu Hause. Dann machen wir weiter mit dem FC Dorndorf gegen den SSV Langenaubach. Auch in Dorndorf immer schwer, ähnlich wie in Dietkirchen auf dem Kunstrasen. Ich sag, das geht 1-0 für Dorndorf aus. Dann mit eurem direkten Nachbarn hier, Germania Schwanheim gegen TSV Bicken. Wie geht das aus? 1-1. Als nächstes haben wir dann das Spiel, den FV Biebrich gegen den FC Eddersheim. Auch direkter Nachbar von euch. Direkter Nachbar, ja. Kennen wir gut die Mannschaft. Zwei sehr, sehr gute Mannschaften meiner Meinung nach. Ich sag, das geht 3-2 für Biebrich aus. Und dann haben wir das Spiel Breidenbach gegen Marburg. Breidenbach-Marburg, 2-1 Breidenbach. Und dann zu guter Letzt euer Spiel. Ihr spielt auswärts beim FSV Braunfels, also ja. Braunfels gegen Viktoria Kelzerbach. Wir freuen uns drauf und gewinnen 2-0. Und wer macht die Tore? Der Roger macht eins und der Tobi Fischer mit dem Kopf. Dankeschön. Das waren die X-Tipp-Spieltagstipps.